Unsere geliebten Charaktere in The Walking Dead sind ja einer stetigen Entwicklung ausgesetzt. Und wie schon in einem der letzten Videos, in denen es um die Entwicklung von dem guten Rick Grimes ging, geht es heute in diesem Video um den angekündigten Entwicklungspfad von Daryl Dixon. Welche Momente oder welche Ereignisse haben Daryl von diesem komischen Redneck-Typ, den anfangs keiner mochte, der original gar nicht in der The Walking Dead-Serie hätte sein sollen, zu dem gemacht, was wir jetzt kennen? Eine Vaterfigur für Judith und RJ, ein krasser Haut drauf, einer der größten Fan-Favorites neben, ja, ein paar anderen, aber mitunter einer der Gesichter von The Walking Dead. Welche Ereignisse ihn dahin gebracht haben, das erfahrt ihr in diesem Video und deswegen heiße ich euch direkt herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Ja, im Video vom guten Rick Grimes haben wir schon gesehen, es gibt viele Ereignisse, die einen Charakter formen können. Bei Rick waren es viele Hoch- und Runter-Erlebnisse und wenn ich mir jetzt so mein Skript hier angucke, beim guten Daryl, naja, war es tatsächlich sehr viel Negatives, was sie zu dem geformt hat, naja, was er jetzt am Ende geworden ist. Deswegen möchte ich jetzt gar nicht länger um den heißen Brei herumreden und ich starte einfach mal mit Punkt Nummer 1, der Daryl in die Richtung gebracht hat, in die wir jetzt kennen. Und zwar das Verschwinden von Merle, also seinem Bruder. Weil am Anfang der Serie waren Daryl und Merle quasi ein Herz und eine Seele, auch wenn sie sich quasi nicht wirklich leiden konnten, aber Daryl konnte ohne seinen großen Bruder gefühlt nichts oder war halt immer von ihm abhängig und wurde auch einfach sehr, sehr stark von ihm beeinflusst. Außerdem hat Merle einfach Daryl immer von den Leuten zurückgehalten, also einfach ferngehalten, sodass quasi Daryl gar keine wirkliche Verbindung mit den Charakteren aufbauen konnte, mit denen er halt jetzt so gut, Best Friends ist. Abgesehen von dem Punkt, dass original Daryl und Merle eigentlich dieses Atlanta Camp ausrauben wollten und dann einfach abhauen wollten, was super interessant ist einfach, hat sich Daryl ab diesem Punkt, ich rechne jetzt hier einfach mal Merles vermeintliches Tod mit ein, hat sich Daryl in der Hinsicht entwickelt, dass er viel mehr einmal bei der Gruppe bleibt und vor allem halt auch irgendwie mit der Gruppe agiert. Er ist zwar immer noch nicht so auf deren Seite und denkt sich, ja gut, allein hätte ich es auch noch gut, aber am Ende des Tages hat Merles Verschwinden wirklich einen großen Aspekt in seinem Leben, sage ich mal, geprägt. Der nächste Punkt auf der Liste ist, würde ich sagen, als Doppelpunkt zu betiteln. Und zwar ist es einmal das Verschwinden von Sophia, aber eher der Tod von Sophia. Denn nicht nur ist der gute Daryl der guten Carol etwas näher gekommen durch die Suche nach Sophia, nein, er hat einen Großteil der zweiten Staffel wirklich seine Zeit aufgeopfert, um Sophia zu retten. Das hat der Laurie in einer unfassbar legendären Meme-Szene auch wirklich klar gemacht. Selfish? Listen to me, olive oil. I was out there looking for that little girl every single day. Day. Und ja, dieses Einbinden in die Gruppe, für die Gruppe Dasein, vor allem für Carol Dasein, hat ihn halt auf jeden Fall schon sehr sozialisiert. Was hingegen den Tod von Sophia nochmal krasser für ihn macht. Denn er hat wirklich für sie und Carol wirklich alles versucht und wurde am Ende, naja, enttäuscht, weil sie halt leider schon die ganze Zeit tot war, die ganze Zeit schon in der Scheune war, was bedeutet, alles, was er gemacht hat, war eigentlich umsonst, es hat nichts gebracht. Dementsprechend wurde ihm auch klar, was wir auch im Verlauf der zweiten Staffel ein bisschen merken, dass er ein bisschen mehr auf Shanes Seite steht oder Shanes Gedankengänge einfach zumindest nachvollziehen kann. Er weiß, diese Welt ist nicht mehr die Welt, wie wir sie früher kennen und wir müssen wirklich darauf achten, dass wir einfach, naja, hier keine Vollidioten an Land ziehen. Nichtsdestotrotz hatte Sophias Tod trotzdem den positiven Punkt, dass er und Carol sich weiterhin sehr, sehr nah standen, weil diese Sache beiden einfach verbunden hat. Und Daryl sich auch gefühlt irgendwie, naja, gezwungen oder zumindest gedrängt dazu gefühlt hat, Carol zu beschützen, für sie da zu sein, was ihn am Ende halt auch sehr, sehr sozialisiert hat. Der nächste Punkt ist wieder mal ein Schlag ins Gesicht für den lieben Daryl und zwar ist das hier Merles Tod. Ja, nach dem Wiedersehen mit Merle, was Daryl eigentlich gar nicht so wirklich krass verändert hat, weil er dadurch schon noch mehr gemerkt hat, okay, hey, mein Bruder ist wirklich ein Arschloch, hat er aber bei Merles Tod oder nach Merles Tod gemerkt, okay, der Typ war mir doch schon irgendwo wichtig, auch wenn er ein Arschloch war. Aber am Ende des Tages hat er auch gemerkt oder hat er zumindest erfahren können, dass Merle sich für die Gruppe hätte opfern wollen, was Daryl quasi noch mehr an diese Gruppe geschweißt hat. Allein, dass sein Bruder, dem die Leute eigentlich scheißegal waren, trotzdem sich irgendwie gut schreiben wollte bei ihnen, wirklich was Gutes für die machen wollte, sich halt opfern wollte, damit der Governor, den er selber als Vollidioten, sag ich mal, betitelt, nicht diesen Menschen wehtut, von denen er gar nichts hält. Und Daryl ist quasi wie sein Bruder, nur dass er ein bisschen mehr von den Leuten hält. Außerdem war kurz vor seinem Tod Merle quasi eine Härteprobe für Daryl. Er war kurz davor, alle zu hintergehen, hat aber dann doch gemerkt, nee, Rick ist schon ein netter Dude und alle anderen sind auch eigentlich ganz korrekt und irgendwie mag ich auch Beth und es ist eigentlich voll
chillig hier und tut mir schon gut, besser als mit diesem, naja, Arschloch, aka Merle, abzuhängen. Aber ich denke, der größte Punkt war halt auch einfach wirklich, dass er nun keine wirkliche Familie mehr hatte. Auch wenn es ihm wahrscheinlich egal war, aber Merle war halt sein letztes Familienmitglied. Er hat zwar jetzt eine große neue Familie bekommen, aber irgendwie hat ihm das schon wahrscheinlich gut, zugesetzt. Wenn wir schon von der guten Beth reden, gehen wir direkt zum nächsten Punkt und ja, das ist Beth verschwinden. Nachdem Daryl sich wirklich super in die Gruppe integriert hat, endlich mit allen cool ist und gut kann, naja, kommt es halt dazu, dass Beth, verschleppt wird und er seine, ich sag mal, einzige wirkliche Freundin neben Carol verliert und auch sich irgendwie dafür schuldig sieht, weil er sie, naja, sie hatten ja vorher ein bisschen Streit, aber ein bisschen weniger. Also es waren ja immer so, die zwei hatten eine interessante Beziehung, weil sie sich eigentlich immer ein bisschen gegeneinander waren, aber schon irgendwie auch verstanden haben. Ganz weird. Und ihr Verschwinden, könnte ich mir vorstellen, war für Daryl ein großer Wendepunkt aus dem simplen Grund. Er kennt das Ganze von Sophia schon und er weiß, wie diese Welt funktioniert. Und er geht in dem Moment einfach stark davon aus, das wird leider nichts mehr. Außerdem ist er es auch einfach leid, immer wieder seine Familie, seine neue Familie einfach zu verlieren. Er will es einfach nicht mehr und Beth ist halt nun mal ein großes Stück und ein Hauptstück seiner Familie. Und ja, das hat eben halt in dem Punkt weiterhin negativ zugesetzt. Interessanter Punkt hier an der Stelle. Man muss sagen, bei Daryl merkt man diese Entwicklung oder manche Entwicklung einfach gar nicht. Es sind schleichende Prozesse, die ihm irgendwann einfach eine Entwicklung geben. Es sind zwar Knackpunkte, aber danach ist er nicht auf einmal ein anderer Mensch. Er ist eigentlich relativ gleichbleibend derselbe Dude. Aber es sind so diese Ereignisse, die ihm ein bisschen, ja, ich weiß nicht, in manchen Momenten die Augen öffnen und zeigen, okay, hier, vielleicht lässt du doch mal ein paar Freunde an dich ran zum Beispiel. Als nächstes haben wir etwas, was ihm in Bezug auf Rick die Augen geöffnet hat und auch gezeigt hat, okay, es ist definitiv eine andere Welt geworden. Und zwar ist das die Begegnung mit den Claimers. Ja, das hatten wir im Video vom Rick auch schon. Die Claimers, die Typen, die alles beanspruchen. Diese komische Gruppe, der Rick halt da dem einen den Hals ausgebissen hat und dem anderen einfach mal vom Bauch bis ins Herz quasi ausgeweidet hat. Zum einen das Zusammenleben mit diesen Leuten hat Daryl gezeigt, okay, es sind nicht alle Menschen gut, denen man begegnet, auch wenn sie auf dem ersten Moment gar nicht mehr so verkehrt sind. Joe, also der Anführer der Claimers, hat ja auch immer gesagt, Daryl passt super gut in diese Gruppe. Und prinzipiell wird er auch super gut da reinpassen, wenn nicht die Ereignisse vorher Daryl schon so geformt hätten, dass er gemerkt hat, okay, sozial ist doch besser als asozial. Aber nicht nur die Begegnung mit dieser Gruppe, sondern ich finde eher das Aufeinandertreffen mit Rick dann noch hat das fast zum Überlaufen gebracht. Zum einen gab es eine große Vereinigung, was einfach super gut war und Daryl einfach, man sieht ihm gefühlt an, dass er froh ist, sie Rick und so wiederzusehen. Aber Rick dann so ausrasten zu sehen und selber dabei so, ich will nicht sagen hilflos, aber so tatenlos zu sein und zu sehen, wie sein, naja, fast schon neuer Bruder so ausrastet und so die Kontrolle, langsam die Kontrolle verliert. Das hat ihm, glaube ich, ein bisschen ins Mark erschüttert. Man merkt ja auch am Ende, wie er Rick quasi so sagt, er soll sich das Blut aus dem Gesicht wischen, weil Carl ja da ist. Man merkt in dem Moment, dass Daryl schon sich ein wenig Sorgen macht und auch merkt, dass diese Natur, diese Welt, in der sie gerade unterwegs sind, also keine Zivilisation, sondern einfach freie Wildbahn, dass das Rick nicht gut tut. Und er in dem Fall Rick sehr stark unterstützen muss. Als nächstes haben wir einen Punkt, nachdem Daryl relativ still geworden ist, finde ich. Es gibt dann nicht unbedingt weniger Daryl Screentime, aber er ist ruhiger geworden, habe ich das Gefühl. Und das ist Beths Tod. Ja, nach der ewigen Suche ereilt Beth das gleiche Schicksal wie schon damals mit Sophia. Sie stirbt nicht auf die Art, wie Sophia gestorben ist, aber auch auf eine andere Art. Und Daryl musste dabei auch zusehen. Anhand seiner Reaktion im Krankenhaus sehen wir auch, wie schockiert und gleichzeitig sauer er da ist. Aber auch beim Raustragen von Beths Leiche sehen wir in seinem Gesicht einfach nur Trauer. Fun Fact am Rande, ihre Schnürsenkel hat er folgenlang, staffelnlang, ewig um seine Füße, also um seine Knöchel, also so noch drum gebunden. Und das zeigt einfach, was das für eine krasse Beziehung zwischen den beiden war. Einfach, dass er sie dabei haben will, dass sie so sein Schutzengel irgendwo ist. Beth war immer jemand, der Daryl irgendwie wieder auf den Boden zurückgeholt hat und gezeigt hat, hier komm, das Leben ist zwar scheiße, aber so scheiße halt nun auch nicht. Wie gesagt, ich finde, Daryl ist nach diesem Punkt wirklich sehr, sehr ruhig und zurückhaltend geworden. Naja, einfach, ich sag mal, sicherer. Er ist an dem Punkt immer gern auf Nummer sicherer gegangen. Aber lang hält das Ganze auch nicht an, denn im nächsten Punkt treffen wir auf Negan. Aber nicht nur das Treffen auf Negan nehme ich hier als Punkt, nein, vor allem Glenns Tod, an dem sich Daryl nach wie vor die Schuld gibt. Ja, denn Negan hat gesagt, einer ist gratis, das ist ne, einer geht aufs Haus, er hat einen sich ausgesucht zum Umbringen, das war Abraham, den hätte er egal wie, was passiert, wäre umgebracht. Aber Daryls Ausraster hat bei Negan dann den Schalter umgelegt.
angelegt und da Glenn der Erste war, der ihm, naja, ich sag mal, blöd gekommen ist und er der Freifahrtschein eigentlich war, hat Daryl das Fass so zum Überlaufen gebracht, dass ich nie gedacht habe, weißt du was, gehen wir jetzt auf den ersten Typen, der mich genervt hat und dementsprechend sagen auch viele Fans und es ist ein sehr groß verbreiteter, ich sag mal, glaube, dass der Glenns Tod auf Daryls Schultern lastet. Finde ich persönlich nicht 100%, zum Teil schon, aber Daryl gibt sich wirklich jahrelang die Schuld daran. Wir sehen es ja noch in Staffel 11 oder 10, ich weiß gerade nicht mehr, wo er mit Maggie redet und sie ihm das auch nochmal klar macht. Und nichtsdestotrotz, ich glaube, weiterhin wird Daryl denken, das ist sein Verdienst. Er hat Glenns Tod mit zu verantworten. Und direkt darauf folgt der nächste Punkt, der Daryl einfach anders macht, kälter macht und weiterhin zurückhaltender, aber trotzdem sozialer, und zwar die Gefangenschaft bei den Saviors. Ich meine, bei allen sollte es in den Ohren klingeln, vor allem beim guten Daryl, wenn ich das Wort Easy Street in den Mund nehme. Diese Folter, die Daryl da mehr oder weniger durchmachen musste, hätte ihn auch gewiss früher oder später gebrochen. Aber ich glaube eher, dass diese Gefangenschaft, nachdem er Glenns Tod zu verkraften oder zu verarbeiten hat, sage ich mal, war diese Gefangenschaft vielleicht sogar positiv für ihn. Er konnte diesen Gedanken erstmal aufarbeiten. Er konnte die Kraft daraus schöpfen, zu flüchten. Er konnte die Kraft daraus schöpfen, zurück zu seiner Familie zu kommen. Aber die Gefangenschaft da hat auch gezeigt, dass Daryl wirklich viel aushalten kann und das auch vielleicht aus Kindheit gut kann oder mit seinem Bruder unterwegs und das halt gut kann. Aber ich denke auch vor allem die Gefangenschaft hat ihm gezeigt, okay, die Saviors sind keine netten Menschen, zumindest der Großteil davon nicht. Was ihn natürlich weiter in die Richtung gedrängt hat, wir wollen auf Nummer sicher gehen, nichts riskieren und einfach aufpassen, was um uns herum passiert. Der nächste Punkt auf der Liste ist auch eher ein schleichender Prozess, und zwar ist das der Krieg nach dem Frieden. Ja, der Krieg, beziehungsweise der Frieden mit den Saviors, um genau zu sein, nachdem der Krieg zu Ende ist, hat Daryl irgendwie trotzdem weiterhin ein Problem mit den Saviors, was absolut zu verstehen ist, und Rick ist aber auf seinen Gutmenschentrip, und das stößt Daryl natürlich gewaltig auf, und dementsprechend eskalieren halt viele Sachen. Wir kennen es alle aus den Folgen. Er versucht, diesem einen Savior-Typen aufs Maul zu hauen und hin und her und einige Scheiße passiert, und der große Punkt ist, er kriegt sich dadurch auch mit Rick in die Haare, und man muss es leider sagen, auch hier teils Daryls Verantwortung, dadurch, dass sie in dieses Loch fallen und erstmal nicht so schnell rauskommen, kommen sie auch nicht gut genug voran, um halt die Herde oder Horde halt davon abzuhalten, über die Brücke zu latschen, weswegen Rick ja sich opfert und theoretisch ja stirbt, zumindest in Augen aller anderen. Und auch diesen Punkt hat sich dann der gute Daryl zuzuschreiben oder schreibt ihn sich selber zu. Aber hier geht es erstmal hauptsächlich wirklich um diesen Streit zwischen ihm und Rick. Aber auch die Versöhnung mit ihm und Rick, dass Rick einfach sagt, hier, du bist wie mein Bruder, wir sind ein Dreamteam, wir zwei für immer gegen den Rest der Welt und so. Das ist gleichzeitig ein Punkt, der Daryl ein bisschen wieder nach unten stößt, in die Richtung blockieren, einhalten, eiskalt sein, aber gleichzeitig auch zeigt, hier, Menschen sind wichtig. Was nebenbei erwähnt ist, die erste positive Entwicklung hier in der Liste, die auf Daryl zuzuschreiben ist. Denn alle anderen Punkte haben ihn ja eher, naja, nach unten gezogen, aber dieses Bruder-Ding mit Rick hat ihm dann doch schon eher wieder nach oben gepusht. Ja, aber kurz nachdem er seinen Höhepunkt hatte, ist dann direkt das passiert, dass Rick gestorben ist. Zumindest aus Sicht von aller Leute, die in The Walking Dead leben. Und naja, Daryl verliert hier seinen Bruder und sucht Wochen, Monate, vielleicht sogar jahrelang nach seinem Bruder, nach seiner Leiche, nach irgendeinem Anzeichen auf sein Überleben oder naja, sein Sterben halt. Und Ricks Tod hat, also Ricks vermeintlicher Tod, hat hier wirklich sehr viel in Daryls Leben ausgewirkt. Er ist noch zurückhaltender geworden, er will mit niemandem mehr was zu tun haben. Ab und zu kommt Carol mal vorbei, aber selbst das ist nicht so wirklich, das will Daryl gar nicht genau. Er möchte einfach alleine sein und sein Ding machen. Und das ist der Moment, wo Daryl wirklich kurz davor war, in der ewigen Einsamkeit früher oder später drauf zu gehen. Aber man muss sich auch bedenken, es wird von Anfang an in dieser Serie gesagt, Daryl ist der Einzelgänger quasi durchgespielt hat. Er ist der Einzelgänger. Er ist als Einzelgänger besser dran und er wird auch alle anderen wahrscheinlich überleben, wird ja in der Serie immer mal gerne gesagt. Aus diesem Loch hat ihn aber dann Punkt 11 gezogen, und zwar ist das die Zeit, die er mit Leah hatte. Diese Zeit war sowohl positiv als auch negativ. Er wurde wieder ein bisschen mehr sozialisiert, aber gleichzeitig wurde er auch wieder darauf hingewiesen, dass, naja, nicht alles glänzt, was aus Gold ist. Vor allem die Tatsache, dass sie, naja, nachher halt auf seiner Gegenseite steht, aber das ist ja hier noch nicht passiert, deswegen würde ich es auch gar nicht reinzählen. Geht hier eher um die Zeit, die er mit ihr positiv verbracht hat. Er wurde wieder langsam an Menschen gewöhnt, wie so ein Tier, was man an die Menschen gewöhnen muss, und das hat
Daryl in der Hinsicht gut getan, dass er einfach wieder Bock auf soziale Kontakte hatte, würde ich mal sagen. Und somit wären wir dann beim letzten Punkt, der nämlich darauf folgt, und zwar ist das Judiths Vaterersatz. Ja, denn der gute Daryl hat am Ende der Serie gemerkt, okay, es ist wirklich das Soziale, was man braucht, um zu leben, Familie, um zu überleben, Freunde zum Leben. Er hat sich mit so vielen Leuten angefreundet und ist gut mit denen befreundet, wo er am Anfang kein Wort mit gewechselt hat, so nach dem Motto. Er und Eugene, diese eine Szene, wo Eugene ihm auf die Fresse hauen wollte, wenn er ihn vorbeilässt. Das war einfach Gold wert, dieses Gesicht von Daryl. Und er wusste einfach hier, Bro, du, ich weiß, du hast keine Chance gegen mich, aber es ist okay. Du hast dir gerade hier meinen Respekt verdient. Du wolltest dich mir gegenüberstellen. So viele Freundschaften, wie geknüpft wurde. Und vor allem halt die Vaterrolle in Judiths und RJs Leben. Aber vor allem in Judiths Leben. Das hat Daryl zu dem gemacht, den wir jetzt kennen, der für seine Familie kämpft. Nicht nur für das reine Überleben, der für seine Familie und seine Freunde einstehen will und kämpfen will. Judith hat ihn quasi dazu aufgeweckt, einfach für die Menschen zu kämpfen, was wir auch am Ende des Kriegs mit dem Commonwealth sehen. Er sagt, wir sind nicht der wandelnde Tod. Damit meint er alle, die da am Leben sind, auch die vielleicht vermeintlich bösen Arschlöcher, sage ich mal. Auch für diese Leben wird er einstehen und er hat einfach für sich beschlossen, dass Menschenleben wichtig sind. Und das Interessante ist hier am Ende, muss man sagen, Daryls Charakter hat wirklich ganz minimale Entwicklungen durchgemacht, die ihn aber immer wieder ein Stückchen vor- und zurückgebracht haben. Aber jede Entwicklung hat ihn in dieser einen Situation einfach abgerundet. Ob es das Überleben ist auf eigene Faust, ob es das Überleben in einer Gruppe ist, ob es das Überleben mit Menschen ist, überhaupt das Leben mit Menschen. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir uns den Daryl aus Staffel 1 anguckt, hätte er niemals diese Vaterfigur für Judith übernehmen können. Auch der aus Staffel 4 nicht, sondern diese ganzen Ereignisse haben ihn dazu geführt, dass er für die Menschen kämpft, aber trotzdem weiß, er ist ein Einzelgänger. Er kann auch alleine überleben. Diese ganzen Ereignisse haben Daryl im Prinzip zum Rundum-Sorglos-Paket für die Zombie-Apokalypse gemacht. Er war zwar vorher schon vorbereitet, er war aber nicht darauf vorbereitet, mit Menschen zu überleben oder helfen, anderen Menschen zu überleben. Das hat er erst durch diese ganzen Ereignisse gelernt. Aber auch hier, ähnlich wie beim Ricks Evolutionsvideo, muss man sagen, durch Daryl Dixon, die Serie, ist diese Charakterentwicklung noch lange nicht zu Ende. Der gute Daryl hat, glaube ich, noch ein gutes Stück vor sich. Vor allem, was das Wiedersehen mit seinem Bro angeht, das früher oder später kommen wird oder kommt oder was weiß ich. Daryls Charakterentwicklung ist ein stetiger Prozess in fast jeder Folge, aber er bleibt trotzdem immer bodenständig. Er ist wie so ein Superstar oder ein YouTuber, der an Abonnenten gewinnt, aber immer noch bodenständig bleibt. Er lernt, er reift, er wächst, aber er vergisst auch nicht seine Wurzeln. So, und jetzt könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was findet ihr war so der krasseste Punkt in Daryls Geschichte, der ihn so geprägt hat, dass er zu dem wurde, der er jetzt ist. Ich finde vor allem, dass die Diskussion und gleichzeitig das Vertragen mit Rick und gleichzeitig Ricks Tod hat ihn sehr krass geprägt, aber zum Positiven, denn er dadurch wurde seine Entwicklung quasi so ein Stück nach vorne getrieben, dass er halt jetzt da ist und auf Judith und RJ aufpassen will. Na gut, am Ende ist er halt auch mit dem Moped abgehauen und chillt jetzt in Frankreich, also so viel für die beiden da sein. Aber das lassen wir mal ein bisschen außen vor. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, welchen Punkt ihr am krassesten fand oder auch welchen Punkt ich möglicherweise vergessen habe. Und schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, was ihr euch denkt, wie krass wird sich Daryl noch entwickeln in der Daryl Dixon Serie, sowohl Staffel 1 als auch Staffel 2. So, und am Ende kann ich nur sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch ähnliche Videos, ob es zum Thema The Walking Dead ist oder allgemein zum Thema Filme und Serien. Wenn euch solche Videos interessieren, checkt gerne den Kanal aus. Hier gibt es sehr viele Videos zu den verschiedensten Themen. Und wenn euch sowas interessiert, bleibt mal gerne hier, lasst vielleicht ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Jetzt möchte ich das Video aber nicht noch länger strecken, als es sowieso schon ist. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir uns wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie auch sonst immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.